Ich hab doch gar nichts gesagt. Nein, ja, halt die Fresse. Was hab ich denn gesagt? Ich hab doch gar nichts gesagt. Du gehst mir einfach nur auf den Sack. Lass mir einfach in Frieden. Ich hab doch gar nicht mit dir gesprochen. Wer bist du denn? Oh, jetzt sind alle Gespräche, ne? Ja, mit wem hast du denn gesprochen? Diamo? Scheiß Nazi, verpiss dich, laber mich nicht voll. Hast verstanden? Laber mich nicht voll. Alles klar? Gut. Nee, ich hab dich nicht richtig, akustisch nicht richtig. Ja gut, dann hast du mich schon verstanden. Nee, wirklich jetzt nicht. Ja, super. Hey, nimmst du das gerade auf? Hast du mir auch gefragt, ob du darfst? Team Deathmatch. Du weißt ja schon, dass das Spiel das von alleine aufnimmt. Also du musst das Spiel ja mal fragen, ob es das darf oder nicht darf. Feuer frei. Und im Übrigen, mein Häschen, ist das eine öffentliche Lobby? Also musst du dich darauf einstellen, dass das auch aufgenommen wird. Nee, nicht ohne meine Einstimmung. Doch, ohne meine ich hab Zustimmung. Nein, nicht ohne meine Zustimmung. Und was, du bist mir... Ey, Alter, was? Alter! Ja, was denn? Hallo? Weißt du was? Hallo, hallo. Laber mich doch nicht voll, du Blödmann! Hallo, hallo, kann mich ein Deutscher hören? Nee, ich bin nicht Deutsch! Hallo? Ich bin nicht Deutsch! Hallo, hallo? Ich bin nicht Hartz IV, so wie du, kann Alter! Kann mich jemand hören? Hallo, hallo? Du kleines Teestübchen, ey! Hallo, hallo? Du hast mich gerade beleidigt, öffentlich, ne? Ich hab das auch... Ey, hab ich mit dir geredet, oder was? Hab ich mit dir geredet? Fühlt sich angesprochen, oder was? Ich hab... Fühlt sich ja wohl schuldig, oder was? Ja, fühlt sich schuldig, wa? Ja, ich hab das aufgenommen. Fühlt sich ziemlich schuldig, wa? Ja, ich hab das aufgenommen. Ja, dann wirst du dich wohl schuldig fühlen, wohl? Ne? Ja, das ist richtig. Ein Beweis, ne? Ey, weißt du was? Weißt du was? Weißt du was? Was für ein Beweis, Alter? Weißt du was? Du gehst mir am Arsch vorbei, was willst du? Ja, was willst jetzt, du? Ja, ich bin jetzt was willst du? Ne? Ja, ich hab jetzt was hast du? Ne? Was hast du? Was ich hast du? Aufgenommen, ja. Ja, genau. Jo, wenn du außer deinem Hartz IV nichts anderes zu tun hast, dann mach das. Dann lass deiner Kreativität freien Lauf. Tu es. Vielen Dank für Ihre Zustimmung. Wir werden es besonders vermerken. Genau. Ich liebe, wenn sowas passiert. Ich finde es so geil. Also ich kann das auch richtig nachvollziehen, wie der mit Danny Burnage da drauf gekommen ist, irgendwie dann diesen Kram da zu machen. Echt ernsthaft. Ist er jetzt rausgegangen? Oh nee. Jetzt ist er rausgegangen? Ach nee, da ist er ja noch. Oh. Ich war schon ganz schön Sorge. Nervös, ne? Du bist aber ganz schön nervös, ne? Will dich immer so am Labern halten, ne? Ja. Ich war schon in Sorge. Ich war in Sorge. Du bist ein Wunder. Ey, ich mach da auf freien Stücken, red ich. Weißt du? Da brauche ich mich nicht von dir animieren lassen, mein Freund. Feuer frei. Weißt du? Ja, ich hätte mir nur schon Sorgen gemacht. Das brauche ich nicht, das habe ich gar nicht nötig, weißt du? Ja, ich hab gedacht. Und du brauchst auch nicht im Plural reden, du kleines Arschloch. Hast verstanden? Warte. Ja. Hast verstanden? Alles klar, gut. Was? Ja, genau, ey. Enemies, shoot me, come on, shoot. Da Bock mit dir zu zocken, ne? Lade nach! Drohne nähert sich. Aber du sprichst schon ein perfektes Englisch. Warst du mal im Ausland? Der ist so hohl wie zwei breite Brille. Der ist so hohl. Junge, ich weiß gar nicht, was daran witzig sein soll. Du willst pfiffig sein und witzig sein? Ey, du bist sowas von schwul und uncool, ne? Er geht überhaupt nicht, ey. Ich hab doch nur gefragt, ob du schon im Ja, Ausland lass da halt doch einfach. Ey, du Außengeländer. Ja. Hier?
Nee, war ich nicht. Ich bin Dorftoffel, weißt du? So wie du. Ja, stimmt. Ich komme aus dem Dorf. Ja, siehst du? Nennt sich Berlin. Ja. Ja. Entschuldigung. Ihr könnt mich weghauen. OMG, ey. OMG sein. Alter, quatsche mich voll, wo ich überhaupt keinen Bock zu labern hab, ey. Kannst du nächsten anderen Tag kannst mal kommen, aber nie am Sonntagabend, ey. Du bist ja wohl behindert, ey. Nicht behindert, nichts gegen Behinderte, bescheuert. Das stimmt nicht mehr, wir haben keinen Sonntag mehr, Junge. Ja, egal, du weißt schon, was ich meine. Wenn es Sonntag gewesen wäre, dann hätte ich das hier auch respektiert, aber es ist ja kein Sonntag mehr. Nee. Aber irgendwoher kenne ich deine Stimme. Ja, ist ja sehr schön. Kann das sein, dass du Elotrix bist? Wer bin ich? Ich bin der, der ich bin. Ich bin Serbling Schill. Serbling Diamond. Alles klar? Alles klar, ne? Ja, aber ich meine so als Synonym. Alles klar, ne? Nein, bin ich nicht. Bin ich, nee. Dann würdest du bei mir lesen. Wenn du intelligent wärst, dann würdest du bei mir gucken. Ja. Und da würdest du gucken. Oder würdest du die. Ja. Ne, jetzt komme ich auf das Wort nicht, weil ich ziemlich früh am Morgen. Ja, aber guck mal. Dann würdest du die Chronik sehen, meiner Namen, und dann würdest du sehen, dass ich es nicht bin. So. Ja, ja. Aber das Ding ist, guck mal, ich bin zum Beispiel Pink ja, Panther. Ne? Ja. Ja, interessiert mich nicht, wer du bist. Und ich schreibe aber extra WTD Pink Panther, damit man mich nicht erkennt. Das ist auch sehr intelligent von dir. Oh, ich liebe es. Wo ist er denn? Da ist er doch. Der ist noch da. Der ist noch da. Jetzt Achtung, Achtung, Achtung. Wie heißt denn du mit richtigen Namen? Detlef oder so? Na, so ähnlich. Nee, du heißt ja Detlef. Du hast ja Klaus Berbe. Ne? Nee, Detlef ist aber ein schöner Name. Ja, finde ich auch. Was ist denn das schlimme Name? Ne? Hab ich habe ja gesagt, das ist ein schöner Name. Was hast du gegen Detlef? Ne? Ich habe nicht gesagt, dass ich was dagegen habe. Gerade du, was hast du gegen Detlef? Nee, es ist ein schöner Name. Was hast du denn gegen Detlef? Was hast du gegen Detlef? Du brauchst nur irgendwas. Was hast du gegen Detlef? Detlef ist ein. Klaus Bärbel, was ist los? Was ist los? Klaus? Sag mal. Woher weißt du, dass ich Klaus heiße? Klaus Bärbel heißt du. Nee, jetzt sag mal wirklich, jetzt machst du mir Angst, woher weißt du, dass ich Klaus heiße? Team Deathmatch. Tja. Ich will bist du so ein Zauberer Hacker, der... War, aber gegen... du brauchst... Nee, brauchst keine Angst haben. Du bist ein Hacker. Das weiß ich doch. Aber brauchst keine Angst haben. Warum bin ich ein Hacker? Aber wir werden uns demnächst so mal sehen. Ne? Kann doch ruhig, kannst auch mitschneiden, ist egal. Kannst du aber nicht machen, ich bin erst 14. Ne, essen wir schöne Pizza, ne? Pizza, Pasta. Ja, ja. Wir verlieren diesen Kampf. Sag doch nichts mehr, jetzt reden wir mit mir. Du stellst immer nur Fragen, so, weißt du? Das ist ein Zeichen von Schwäche. Oh, soll ich was erzählen? Hör mal zu. Das ist ein Zeichen von Schwäche. Wenn man immer so doof, so zynische Fragen stellt, das ist ein Zeichen von Schwäche. Ne? Dass man selber überhaupt keine Eier in den Hof hat oder sonst was. Ja. Und deshalb werde ich dir da auch gar nicht drauf antworten, weißt du? Es war ja keine Frage. Verstehst du, ne? Ja, ne? Ich hoffe, du verstehst das. Aber das war doch kein... Weil dein Ding ist ja ungefähr deine Intelligenz, so ungefähr der Quotient deiner Intelligenz. Ne, man merkt's auch, du kannst immer nur zynische Fragen stellen. Aber es war doch keine Frage. Ja. Es war doch eine Feststellung. Ich habe doch nur festgestellt, dass du gut gespielt hast.
Team Deathmatch. Weil dass er sich verarscht vorkommt, das ist ja auch völlig in Ordnung und klar. Also, was anderes mache ich ja auch gar nicht, aber dass er es überhaupt nicht rafft. Jedes Mal, wenn er irgendwie was nur sagt, dann ist er sofort irgendwie. Wir haben die Kontrolle übernommen. Und alle, hopp! Hier bin ich. Feind ausgeschaltet. Gucken, ob wir den irgendwie kriegen. Hehehe, kann Papa wie mich auch! Das Missionsziel wurde nicht erfüllt. Wegtreten. Pink reported! Und warum? Mit 14-12. Oh. Why? Why reported? Diamo, weißt du, warum die mich reporten wollen? Was heißt eigentlich reporten? Die wollen Journalismus studieren. Und die wollen Reportagen machen. Reportagen? Was weiß ich, ey, was weiß ich denn? Weiß ich nicht. Was, ja, was bedeutet das denn? Ja, was heißt das denn, reporten, Diamo? Was meinen die damit? Kriege ich jetzt eine Anzeige? Ja, genau. Na, jetzt kommt der Wachtmeister, der Herr Wachtmeister kommt zu dir, ne? Und ist ganz böse, ne? Mhm. Sagen die dann das meinen Eltern dann und dann kriege ich meinen PC weggenommen? Hm, das könnte sein. Naja, aber weil ich gerade am Tee kochen bin, interessiert mir das ehrlich. Interessiert mir das ehrlich. Interessiert mir das ehrlich. Er hat irgendwie wie so ein Leck oder so, ne? Redest du jetzt nicht mehr mit mir? Bist du mir böse? Vielleicht ist er auch Tee kochen gegangen. Kann ja sein. Nee, ich war kacken. Weißt du? Muss auch mal sein, ne? Das stimmt, du hast recht. Aber ich find's gut, dass wir jetzt zusammen in einem Team spielen. Der eine hat dich jetzt eben beleidigt. Ich hab dich. Ich spiel nicht. Nee. Der hat dich eben beleidigt, habe ich dich verteidigt. Nicht vergessen, schnell und aggressiv. Ich bin knuffig, er ist nicht knuffig. Klaus Werbe ist nicht knuffig, ich bin knuffig. Ist ja wohl klar. Also. Lass mich in Ruhe mal einen Tee jetzt trinken, ihr habt keinen Bock zu zocken. Dankeschön. Verdurre ich nochmal. Warum kann ich nicht mehr schreiben? Achso. Dankeschön, dass du sagst, dass ich knuffig bin. Das bedeutet mir sehr viel. Ja, das ist mal wieder zu deiner Intelligenz. Du hast den Satz überhaupt nicht verstanden, aber war mir schon klar. Entschuldige bitte. Ja, genau. Entschuldige dich mal selber vor dir selber. Oder ist das schon gut? Ich wollte dich jetzt nicht kränken. Also weißt du was, du kannst mich überhaupt nicht kränken. Junge. Hey, Bengel. Bevor mich einer kränkt. Das geht überhaupt nicht, das geht nicht, das kann gar nicht, das geht nicht. Verstehst du? Ich dachte, wir wären Freunde. So viel Eier wie ich in Hose, hat keiner, hat niemand. Und so ist es. Ich dachte, wir wären Freunde. Nee, lass mal.
Ey, ihr kennt doch alle die ganze Zeit. Merkt ihr das alle nicht, oder was? So, Tempo kennt ihr nicht, ne? Aber das amüsiert mich ja schon die ganze Zeit. Und vor allem Unterstützung so. Ihr seid richtige Soldaten, ey. Ihr seid voll die geilen Soldaten, ey. Ey, wenn ich mit euch im Krieg ziehen würde, ich will mal hoffen, dass es keinen Krieg mehr gibt, aber ja, das will ich echt hoffen. Aber mit euch, da können wir sofort einpacken, können wir sofort weiße Flagge rausnehmen und tschüss sagen. Ja, aber ich hab doch jetzt eine Kriegsmaschine. Ja, da hast du ja endlich mal was Gutes. Helmut, du hast mir ja nie deinen Namen gesagt. Na los, na los! Feind ausgeschaltet. Ey, deine Vorgehensweise ist sehr subtil, ey. Boah, du bist ein absolutes Genie mit deinem 46 IQ. Echt, du bist ein schlaues Kerlchen, ey. Dankeschön. Das bedeutet mir viel, wenn du mir ein Kompliment gibst. Nur hat ein Idiot zu mir gesagt. Boah, jetzt bin ich ja zutiefst betrübt, ey. Ey, boah. Ey, hört nur auf jetzt damit, ne? Das geht so nicht. Hört mal auf jetzt damit, ja klar, hören wir auf damit. Was ist dein Problem, ey? Ne, die dürfen dich ja nicht Idioten nennen. Bist sensibel? Ja, scheint mir so, ne? Ziemlich sensibler Bursche, du. Kriegsspiel spielen, ey, voller brutales Spiel und dann sensibel sein, ne? Das sind die richtigen. Wir verlieren diesen Kampf. Ja, Entschuldigung, meine Mutti hatte mich nicht lieb. Peter, hast du mich denn so ein kleines bisschen lieb? Bist du mir jetzt böse? Ach, was du, was bin ich nicht. Ne, trink mal einen Tee in Ruhe. Ne? Hast du deine Stütze eigentlich schon abgeholt? Oder hast du schon alles ausgegeben? Ist schon weg. Hä? Ist schon weg, ne? Ja, scheint mir auch so. Bist ein bisschen unruhig heute, ne? Mhm. Was trinkst du denn für Tee? Würde mir ja auch gehen einmachen holen, aber das geht nicht, weil hört Mutti mich. So, jetzt aber spät genug. Ich habe morgen früh einen Termin. Ich muss jetzt Schluss machen. Ja, schon wieder 3:45. Von daher. Team Deathmatch. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Zuschauen und ja, vielen Dank fürs Zuhören, wollte ich noch sagen. Haut's drin, tschüss!